So, wir sind jetzt bei der Sheraton. Dort, wo der Mac ist, sind wir nach rechts runtergegangen. Sehr gut so. Wasser? Es ist alles warm. Amina? Ja. Nehmt euch was anderes davon. Ich habe da es ist alles warm. Ich habe Wasser. Hier ein bisschen Luft. Nehmt langsam. Hier, schau. Nix, alles gut. Was ist das? Ja. Danke. Oh. Strawberry Banana, das ist sehr gut. Orangensaft. Orangensaft. Heidi, ich hätte da weggeschneidet. Warum lachst du nicht? Nichts, alles gut. Komm, alles falsch. Nein, alles gut. Das Wasser ist so warm. Nee. Ich hab 85. Das ist noch von Ramadan, schau. Ägypten. Hä? Ach so. Ja, gib jetzt auf die Seite. Du hast den Bueno verloren. Oh je. Kannst du es noch auf Wasser ziehen? Hm. Ach komm, das ist von Ramadan. Jalla. Ja, wow. Ja, haben sie schön gemacht. Wie viel Wasser? Dann musst du dir kaufen, Schätzi. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich für Eid so gewesen. Oder von Ramadan. Das ist immer noch geblieben. Ah? So, da ist Saft und Frucht. Das ist ganz schön. Was war das jetzt? Jetzt sich ihre Hand gewaschen. Wieder zu dieser Ranchi. Schauen wir mal. Weil es war wirklich billig.
Aber Medina, die soll nicht 12 nehmen, ja? Ja, ich mache es zwar lange. Nicht 12, sondern 24. Oh. Nein. 4. 2. 4. 2 am Tag. Du eins, ich eins? Ja, bei dir. Gut. Hm? Ja, ja, er geht in den Shop. Mahmoud. Ja. Da waren wir vor ein paar Monaten. Also sehr empfehlenswert, wenn man auf KFC steht, auf Chicken steht und so weiter, ist hier also wirklich sehr, sehr, sehr lecker. So wie wir. Also kann man machen. Auch eher mehr, also für Kinder, für Familien. Ja. Also ist richtig, richtig, richtig gut. Ha? Eis noch. No. No. Here, see. Yeah. You go back to hotel now? No, I work with you. Okay. Der muss sich hinsetzen. Ja. Nein, YouTuber haben diese urgroßen Kameras. Ich bin Eis. Like 1 minute less. Ja, das schuldest du mir. Aber not yet. Was?
Komm, 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 komm. Vorsicht. Yalla. Ah, das ist diese. Yo, Habibi. Habibi. Mahmoud, kannst du YouTube? Huh? I say, Mahmoud, kannst du YouTube? Mashallah, Allah. Geht's auf die Seite? Dohr? Dohr. Yes. Dohr also? Yeah. Dohr. Moshe? Dohr. Gebet. Dohr. Al-Asr. Gebet. Gebet, yes. Like this, yeah? Yeah. Maghrib. Maghrib. Fajr in the morning. Da Apple Auto. Ich glaube, die lieben hier die Marke Apple. Wirklich. Jedes Auto sitzt schon mit einem Apple-Kleber drauf. Jede Smartwatch, jedes Handy. Egal, ob es Apple ist oder nicht Apple. Hm? Ja, ne? Wie wird das sein? Funktionen. Aber auf jeden Fall lieben sie und kennen sie vor allem die Marke. Ja, die sofort, wie er gesehen hat. Oh, iPhone. The new iPhone 14.
Ist denn nicht weiß Gott, wie lange die gegangen? Mausi. Ist denn nur 5 Minuten gegangen? Nein. Na sicher. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My father called me Amina. 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 Das ist schon bald alle geklappt, ja? Das ist lange nicht mehr. Wir sind Wiederholungstäter. Was ist 9D? Keine Ahnung, es lebt. Also da muss eigentlich Alina rein. Ja, da lebt der Film wahrscheinlich. Also es spielt und dann. Der lebt, dann kommt der Clown raus, keine Ahnung. Übrigens, da kann man sich eben auch die ganzen Ausflüge holen. Die sind auch hier ziemlich günstig und man kann auch sehr viel hier verhandeln. Also es ist besser, da zum Beispiel auch, kann man auch Delfine tauchen und Aquamarin, dieses mit Glasboot, was man machen kann und so weiter und so fort. Und hier kann man auch viel handeln. Also hier kann man mehr handeln als wie im Hotel. Also ist auf jeden Fall, kann man mal probieren außerhalb des Hotels. Ja, was Ausflüge betrifft, ich sage immer wieder, also wirklich, macht sie Ausflüge außerhalb des Hotels, muss ja nicht immer im Hotel sein, weil im Hotel sind ja meistens die Preise doch sehr hoch, jetzt zur Zeit, wo die Inflation hier dementsprechend hoch ist, ja, wollen die auch dementsprechend mehr haben. Aber es gibt trotzdem noch Orte, wo man günstig die Sachen bekommt. Ich habe mir jetzt das sagen lassen, dass in der Mamsha oder in Sheraton, dort wo die touristische Gegenden sind, die Preise richtig angezogen wurden, also richtig in die Höhe getrieben sind. Weil eben aufgrund der Touristen und aber es gibt trotzdem Orte, wo man noch sehr günstig einkaufen kann. Das ist zum Beispiel das Dahar. Dort gehen wir auch heute Abend und ja. Draußen, weil es heute mittlerweile, glaube ich, über 39 Grad sind.
Genau deswegen. Ja, Mina. Der Baba. Wo ihr wollt. Jelena. Wow, seht den an, wie der ausschaut. Der dort? Ja, für den. Krass. So, also wir sind jetzt in diesem Restaurant. Ich glaube, das ist, soll mexikanisch sein, keine Ahnung. Es ist mexikanisch, ist nicht. Mexikanisch, ja, man sieht es eh. Also da, nein, mexikanisch ist das. Nein, nein, mexikanisch, das ist der andere gewesen unten. So, ja, wir haben Condition verlangt und wir haben kalte Handtücher bekommen. Also kalte, feuchte Handtücher bekommen. Hi. Also, ja, also ich finde eine mega Idee und das kühlt wirklich ab. Also. Wir haben es drauf. Ja. Ich habe den meisten drauf. Also, Leute. Also, ihr habt es gesehen jetzt. Ich kann nicht.
So, wir sind jetzt in der Haar. Es ist 22 Uhr circa. Hier ab dieser Zeit, sagen wir so, wie ihr sehen könnt, ist sehr, sehr viel los. Nein. Nein. I need something like that. Ja, aber so lang. Aber the same. The same. This yes. One. Okay. But yeah. But in jeans now. Not like this. No, no, so same like this, like I can pray with this. Yeah, yeah, yeah. But you don't have the same like Also ich kann euch eins sagen, die Preise in Ägypten, die haben richtig sind richtig angezogen worden, also sind richtig erhöht worden und es ist, ja, wie soll ich sagen, auf mild ausgedrückt, doch eine Katastrophe. Also die Preise hier, die schocken einen wirklich. Also generell in Hurghada jetzt. So, also ich gehe immer die arabischen Zahlen lernen und dann weiß man, was da drauf steht. Das ist jetzt nämlich sehr, sehr wichtig. Ja. Wie gesagt, also die Preise haben richtig ordentlich, sind nach oben gegangen. Ja, es fängt bei Sprit an, weil der Sprit ist mittlerweile, also Benzin, Diesel, ist mittlerweile fast um das Doppelte gestiegen. Also es war, wie ich mich erinnern kann, im Februar 6, 7 Pfund und jetzt mittlerweile 10, 11 oder sogar 13 Pfund haben wir gesehen. Also genau das Doppelte und das spüren Sie. Yalla, geh, 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 geh.
Jennifer kauft Kaffee. Faz isso. I am finished. Geht's auf die Seite irgendwo? Thank you.
Egal, ihr wollt's. Das ist Hurghada El Dahar bei Nacht, liebe Leute, liebe Zuschauer. Wir haben jetzt mittlerweile 11:30 und die Stadt fängt jetzt an richtig zu leben, wie ihr sehen könnt. Weil das Leben ist... Oh mein Gott, guck dieser Koffer an. Big Hat. You broke my plastic heart. 130 Pfund. Komm. Schuhe. En masse. Spielt man mit dem Motorrad. S&M. S&M. S&M statt H&M. Jo. Wer hat kein Urheberrecht? Samsung und... Michel. Brüssel. Oha! Ich hätte zum ersten Mal eine. Ach du Heilige! Film noch näher! Geht's weg, sonst nimmst du es mit. Da wird der Bubi Schiff schieben. Nein, das ist Schiff geht. So Leute, es ist Mitternacht und wie ihr sehen könnt, lebt die Stadt weiter und es ist immer noch was los in der Stadt.
Das hat jetzt offen. Nur dann. Das letzte Mal vorbeigegangen sind, hat es zugehabt. Das war 17 Uhr. Also wahrscheinlich machen die irgendwann in der Nacht auf. Das hat er doch. Genau. Aber Leute, Leute. Also die Preise, die sind richtig gestiegen hier. Die sind richtig gestiegen. No. Wait. Komm, yalla. Ich hab gedacht, wie kannst du noch fahren, oder? Jo. Das ist so schlimm, war es nicht. Ich war hier, Auto war hier, wir waren so. Nein, von hier gehen wir frühstücken. Ja. Sollten Sie auch schön langsam schlafen, also zusperren. Zu schlafen. Was ist denn? Niederländer? Niederländer. Niederländer ist auch. Ich glaube, mit dem Fahren bist du überfahren. Egal, der geht's weg, Alina. Tot. Du texten. Weißt du? Du texten und fahren. Das ist nicht verwirrend. Am meisten mit den Motorrädern. Ja,
Ja, wie ihr wollt, Schatz. Aber die Kinder wollten was essen. Dieser Mann hat verloren. Praski. Geht's auf die Seite, Seite. Ja, so. Coole Frisur, Mann. Um wie viel Uhr gehen wir essen, bitte? Halb eins bis jetzt. In der Früh. Ich glaube nicht, dass ich das. Dann wundert sie sich, wenn wir in der Früh nicht aufstehen. Komm, Amin. Amin. So, wir sind immer noch unterwegs. Jetzt schauen wir mal, wohin es jetzt geht. Ey, cool! Schau, Yusuf! Polizeimann! Das kaufe ich dir für dich. Nein! Nur kaufen! Was kaufst du? Fertig! No.
Aufpassen. Siehst du wieder? Ich hab dir etwas gekauft. Ach so, ich dachte, das wäre was. Zum Schrubben, zum Schrubben. Ich habe was gegessen, ein Stück. Damit du dich richtig deine Haut abschrubben kannst. Ja, aber. Also, this in the water, im Wasser rein. Für Geschirr. Hier. Hier. Für Geschirr. Hier. Er hat Schier gesagt. Junge, wo ist hier ein Taxi? Jetzt. Aufpassen. Kommen Sie. Du läufst weg oder du schläfst weg? Beides. Komm, geh mal auf das Set. Kurz vor eins und es hat noch immer alles offen. Wer? Oh, oh, die ersten schließen schon, die ersten Läden. Also schön langsam schließen sie, wie man sieht. Aber es ist eins in der Früh. So, geh mal auf das Set. Druck. So, das ist das sogenannte IKEA aus Ägypten. Seht ihr? Auf der Straße. So, wir fahren jetzt. Gott sei Dank. So, wir sind jetzt in der Sheraton runtergekommen. Es ist mittlerweile knapp 10 vor 1. Schon etwas spät. Businessman. Like you. Like you. Like you. Yes. Yeah.
How much champagne do you want? 100 euro I have. Huh? 100 euro I have. Not, I give you champagne. Yeah. Okay. Not euro, was you give me in the. Also Leute, es ist bereits Nacht 2. Die Kinder haben jetzt ein bisschen was gegessen und wir schließen den Abend ab. Wir gehen jetzt Richtung Hotel. Ja, jetzt sucht man sich da ein Taxi. Schauen wir mal, was die uns verlangen. Wir fahren jetzt Richtung Hotel und somit ist dieser Abend zu Ende. Das war ein sehr langer Abend. Das war ein sehr langer Abend, ja. Aber wir haben auch Spaß gehabt. Wir sind spazieren gegangen. Es ist so, in Ägypten ist es so, dass die meisten Leute oder viel nachts passiert. Also in der Nacht sind die Straßen voll, wie ihr gesehen habt oder wie ihr sehen könnt. Also es ist bereits wirklich nach zwei, schon Viertel nach zwei. Und also die Stadt lebt. Yes! Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Businessman. Like you. Like me. Like you. Like you. You have so many shops in Hurghada. Me? Yes, you. Yes, you. I hope. Wallah, I hope. But I mean, I don't know America. One day. Yes. Wallah, you're more beautiful. Give me your fucking. Is this finished? Give me your buckets? No, it's okay. No, it's okay. Give me. Also, seht ihr? Also, es lebt immer noch. Also, wirklich. Nachts ist es immer am schönsten hier. Mm. So, aber it's only a little hotel. A small hotel. Yes. Papa. Boy. Wir wollten uns wirklich ein Taxi. Pascha, okay. Wer es nicht kennt, das jemand? Also ich kenne es nicht. Wir sollen uns wirklich ein Taxi holen. Wohin gehen wir? Wenn ihr gar keine Videos mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal. Unterstützt uns damit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt einfach. Stellt eure Fragen unter den Kommentaren. Wie immer, und wir beantworten euch. Sogar die Kinder sind immer noch unterwegs, wie ihr seht. Also ist alles normal hier. Überlege bei uns, und wenn ich um diese Zeit unterwegs bin, dann sehe ich, gezählt niemand. Niemand. Aber hier sind die Straßen voll. Ah, sogar das Crazyland hat noch offen. Seht ihr? Crazyland hat sogar noch offen. Gleich. Aber das macht ja auch ab 18 Uhr auf. Und wie lange hältst du im Osten? Ja, wahrscheinlich ein bisschen dafür, keine Ahnung. Wieder?
Ja. So. Also. Bleibt dran. Für die Vlogs, für die weiteren Vlogs, für die nächsten Videos wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.